Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen. Lange haben wir auf den Da Vinci Code von Amar gewartet. Gegen böse Mann hat sich irgendwie um 2 Tage verzögert. Aber ich habe gerade gesehen, das Video geht über 40 Minuten. Es soll wohl gottlos sein. Schauen wir einfach auf entspannten, zurücklehnenden Hase. Und für diejenigen, die wissen wollen, wo ich gerade bin und was ich hier mache, das erfahrt ihr im Laufe des Videos oder am Ende des Videos. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Liebe geht raus an die Mazdaq Army 99%er. Let's go. So. Lieber Bösemann, ich werde versuchen, heute nicht so viel zu beleidigen, weil A, dich kann man gar nicht mehr beleidigen. Alles, was man sagen kann, habe ich schon auf dich abgelassen. Die eine oder andere Beleidigung wird trotzdem noch fliegen. Als allererstes, dieses wird auf jeden Fall vorab mein letztes Statement sein. Ich habe keinen Bock auf diese Internet-Schlammschlacht. Ich habe dich die ganze Zeit drum gebeten. Lass uns das nicht im Internet klären. Geh mir aus dem Weg. Lass mich in Ruhe. Halt dich fern von mir. Wenn dir nicht passt, mit wem ich bin oder was ich mache oder mit wem ich sitze, dann lass das meine Sorge sein. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, ich bin dir gar nicht schuldig. Aber du hast dich darauf ankommen lassen. Ich habe gerade viel Besseres zu tun. Ich muss mich um viele Sachen kümmern. Ich muss mich um meine Mutter, die gerade am Trauern ist, kümmern, die du beleidigt hast. Du dreckiger kleiner Hund. Eine arme Frau, die dir nichts getan hat. Und auch, egal, auch wenn das eine junge Frau ist, auch wenn das eine Schwester, eine Tochter ist, eine keine Ahnung was, aber vor allem Mutter, wo das Paradies unter den Füßen liegt, hast du einfach ohne Grund beleidigt. Du kleiner, dreckiger, ehrenloser Hund. Aber ich verspreche dir, bei Allah, ich werde dir das noch aus deinem Körper raus. Aber was will man erwarten von so einem kleinen Kokser, der sich nicht anders wehren kann? Man hat das genau gemerkt, wie dein Koksblut gekocht hat, weil ich dich einfach getroffen habe, da wo es weh tut. Was bleibt dir also übrig, meine Mutter zu beleidigen? Und ich werde nie einmal deine Mutter beleidigen. Du kannst tausendmal meine Mutter beleidigen. Ich werde nicht einmal deine Mutter beleidigen. Ich küsse ihre Hände. Deine Mutter tut mir leid, dass sie so einen Hund hat wie dich. So einen Hund wie du hat normalerweise nicht mal verdient, eine Mutter zu haben. Aber ist egal. Deine Mutter kann nichts dafür. Ich küsse deine Mutters Hände. Inshallah, ist sie für immer gesund. Und du bist ein Hund. Auf jeden Fall erfindest du Lügen, weil dir nichts anderes übrig bleibt. Rekrutierst irgendwelche YouTuber, die ich bei Allah noch nie in meinem Leben gesehen habe, denen ich irgendwas gesagt haben soll. Ich weiß nicht, wer die sind. Hol mir, zeig mir die Beweise. Heute ist das Statement mit den Beweisen. Zeig mir die Beweise, erzähl mir was. Aber du bist ein Mensch, der sowieso nur Lügen erfindet oder über kranke Menschen lacht oder sich witzig macht über, erfindest Drogen, sagst, das mit meinem Auge zum Beispiel wäre wegen Drogen, obwohl du ganz genau weißt, dass das was mit einer Nervenkrankheit zu tun hat. Oder du lachst über Menschen, sagst zu Roos, dass er ein Krüppel ist, dass er ein behinderter Krüppel ist, obwohl du ganz genau weißt, der Junge hat Probleme mit seinem Körper. Aber was erwartet man von einem herzlosen, unmenschlichen Dämon, der weder den Fuß in Realität fassen kann, noch in Menschlichkeit, noch in irgendwas, einen ekligen kleinen Kokser. Aber ich versuche nicht zu beleidigen, habe ich ja gesagt. Bleiben wir sachlich. Bevor wir anfangen mit den Fakten, du bist wirklich so eine lächerliche Sau. Hier gibt es ja schon einiges, worüber man reden kann. Natürlich ist es ganz, ganz eklig geworden von beiden Seiten. Aber den bösen Mann die ganze Zeit jetzt hier auch als Kokser hinzustellen, obwohl es dazu auch keine Beweise gibt, ist auch nicht die feine englische Art. Nichtsdestotrotz kann man ja alle Karten offenlegen. Man kann Tests machen, dann können beide Seiten endlich mal Beweise auf den Tisch legen. Du fängst an, du schießt mit Stories auf mich und jede Story, die ich mache, gehst du wie so eine kleine Petzlise Rendel, nur mit Glatze. Gehst du schnell zur Lehrerin und petzt. Alles, was ich sage, wird gesperrt, aber du antwortest auch noch darauf, weil du deine kleinen Soldaten, deine kleinen Kakerlaken hast, die das für dich machen. Aber Leute, auch die zu mir gehören, ich habe die ganze Zeit gesagt, Leute, macht das nicht, lasst uns nicht auf deren Niveau, aber ganz ehrlich, macht, beleidigt ihn unter jedes Kommentar, unter jedem Video, jede Story von ihm, meldet die. Alles, was er sagt, schreibt darunter ekelhafte Kommentare, ob das was mit mir zu tun hat oder nicht. Genauso wie die Hunde das auch machen, damit die mal sehen, dass das einfach unnötig ist, weil die nicht sachlich bleiben können. Die haben nichts in der Hand, außer irgendwelche Geschichten erfinden, Lügen erfinden. Und das einzige Thema, was du die ganze Zeit hast, ist nur, ja, der sitzt jetzt da neben den, der sitzt jetzt da neben da, Pedobubble, die ist da. Junge, du hast nichts gegen mich, du kannst nichts gegen mich sagen, außer Lügen erfinden, mein Freund. Genauso wie mit deiner die deine Ex-Freundin ist, Wallah al-Azim, die mich einen Tag davor angerufen hat und gesagt hat, ey, böse Mann ist korrekt, böse Mann ist der King, so und so. Und ich habe ihr gesagt, hör mal zu, ruf mich nicht an im Namen von böse Mann. Wenn böse Mann was will, ruf mich, soll er mich selber anrufen. Ich wünsche trotzdem deiner Familie alles Gute. Salamu alaikum, aufgelegt. Da hat er gerade was Schönes gesagt. Der größte Angriffspunkt, den Amar hat, ist halt tatsächlich, dass er neben Sinan im Stream sitzt. Und das ist auch das, was immer wieder gegen ihn benutzt wird. In allen Kommentaren siehst du das. Auch von Bösemann wird das als Hauptangriffspunkt genommen. Großartig viel fällt mir jetzt auch nicht ein, was man gegen ihn benutzen könnte. Soll diese mal schwören, dass das nicht stimmt. Und tust mir ein auf irgendwas. Und ich habe alles sowieso, alles was die zwei Sachen, die daran gestimmt haben, habe ich gesagt, ja stimmt. Und die anderen nicht. Du kannst mich nicht an die Wand bringen. Was stimmt, sage stimmt. Erfindest mir irgendwelche Scheiße und kommst mir irgendwas mit Schwanzgröße, aber dann komm hier hin und tu deinen Kopf daneben, damit du einmal was siehst. Aber ich will jetzt nicht eklig werden. Erfindest mir irgendwelche Geschichten, sagst, ich würde Drogen nehmen. Junge, ich sag dir das nochmal. Leg die Summe hin, die dir das wert ist, für die du die Eier hast zu wetten. Wir gehen zu einem Notar, nicht auf der Straße, damit du keine Angst hast, weil du weißt, auf der Straße könnte ich dir das auch wegnehmen. Wir gehen zu einem Notar, wir legen das dahin. Wir machen vertraglich. Du und ich machen einen Drogentest. Wenn du ein Mann bist, wir machen einen Drogentest. Wir nehmen das, was am längsten zurückzuführen ist. Ich kenne mich nicht aus, ob das Speichel ist, Haare ist, keine Ahnung. Vielleicht kann man einen Bart haben oder auf dem Rücken hast du ja genug, auf dem Kopf hast du ja leider keine. Speichel, Blut, Haare, was du willst, wenn du ein Mann bist. Ich fordere dich heraus, wir gehen und machen einen Drogentest. Und der Verlierer zahlt die Summe X, die du entscheiden darfst, weil da du ja abgeben willst, sollst du auch der sein.
der das zahlt, weil du eine Tochter hast, will ich dir nicht alles wegnehmen. Vielleicht wirst du irgendwann mal ein Mann und kümmerst dich um deine Familie, statt nur im Internet rumzubellen wie ein Hund. Aber komm, nimm das doch an. Du hast doch nichts zu verlieren. Ich bin doch der Junkie von uns beiden, sagst du. Da haben wir doch nichts zu verlieren. Wo wir gerade bei dem Thema Junkie sind, lass uns mal auch ein, zwei kleine Szenen anblenden, um zu gucken, passt das Wort Junkie eher zu dir oder zu mir? Schauen wir erstmal. Ich hätte seine albanische Zähne, ich hätte Zähne rausgezogen. Muss ich nicht viel zu sagen. Kommen wir zum nächsten Thema. Du sagst, dass du den Kampf für mich geklärt hast. Junge, ich sag dir das nochmal. Ich sag das jetzt für die Leute. Als erstes, du kannst sagen, dass ich ein Lügner bin. Ich kann sagen, dass du ein Lügner bist. Aber ich glaube, wir beide sagen, dass Martin kein Lügner ist. Rufen wir Martin nochmal an. Machen wir ein Live-Gespräch. Oder quatschen mit dem, wie wir das klären. Um deinen Arsch wieder vor den Leuten wieder nackt und blank zu zeigen und zu zeigen, dass jedes einzelne Haar darauf stinkt und ekelhaft und verlogen ist. Du ekliger Stinker. Mein Kampf hat mein Bruder Mustafa geklärt, ja? Mein Bruder Musti aus Aarhus. Ehrenmann Nummer 1. Schon seit Tag 1 mein Bruder und bis zum letzten Atemzug. Wir haben uns getroffen bei unserem Bruder Chido, der Martin war auch vor Ort, wir haben uns da getroffen, wir haben gesessen, wir haben gegessen, wir haben gequatscht und ich habe zu dir in Frankfurt gesagt, wo wir uns mit Martin getroffen haben. Böse Mann, klär für Ayuni, das ist dein Kämpfer, klär für ihn alles, was du willst, klär seine Gagen, klär seinen Kampf, klär was du willst, aber für mich redest du nicht, ich bin mein eigener Mann, ich habe meine eigenen Kontakte, ich habe meinen eigenen Draht zu diesen Leuten, zu den Veranstaltern, ich mache das selber. Wenn du willst, holen wir Martin und Dino ran, gucken wir, ob du meinen Kampf geklärt hast, ob ich zu dir gekommen bin und gesagt habe, klär meinen Kampf. Also laber keine Scheiße, du kleiner Kerl. Und wenn du diese eine Karte ziehen willst, die du gerade versuchst, hast das nicht du geklärt, sondern Abu Hamza und Mazen. Ich bin ein Hackgeber, du kleiner Pisser. Dann bin ich zu Mustafa gegangen und wir haben uns mit unserem Bruder Martin getroffen, wir haben uns hingesetzt, wir haben alles geklärt. Martin hat sogar zu mir gesagt, aber ich sag dir ehrlich, eigentlich ist dieser Kampf uninteressant. Der Kampf interessiert uns eigentlich nicht, eigentlich böse, weil Manuelsen ist interessant, euer Kampf ist nicht so interessant, aber weil ich dich mag und du ein guter, stabiler Bruder bist, mach den Kampf, kein Problem. Das waren Martins Worte an mich und alle waren dabei, aber da war kein böse Mann. Also laber keine Scheiße. Können wir aber gerne klären, wenn du das widerrufen willst, können wir das gerne klären. Dann hole ich dir den Beweis von Martin, aber lass uns ihn nicht da reinmischen, lass das Thema ausgehen, lass die Leute glauben, was sie wollen, entweder die oder mir. Bevor wir weitermachen, bevor am Ende dein Tod kommt, bevor ich dich absolut vernichte und einfach den Leuten zeige, was an dir wirklich wahr ist und was nicht. Kommen wir noch zu zwei, drei Punkten, weil ich möchte ja hier mit dir abschließen, deswegen möchte ich nur einmal noch was zu dir sagen. Leute, böse Mann, ein 50-jähriger Mann, ja, oder älter, der damit angibt, wie viele Schlägereien, wie viel auf der Straße, ich bin Straße auf der Straße, böse Mann, Panzer hier, da, ich bin dies, ich bin das, ich komme, ich ficke, ich mache, ich pisse, ich schlage. Junge, du bist ein Ausbeuter, du bist ein Narzisst, du bist ein Schakal, eine Ratte, du bist der schlechteste Mensch, den ich je gesehen habe. Du hast nichts, Mensch, es ist haram, zu dir ein Mensch zu sein. Du machst alles für deinen Profit, du erfindest Lügen, du schämst dich nicht mal. Das Allerschlimmste bei dir ist, das wirklich Allerschlimmste bei dir ist, dass du das Leuten vorwirfst, was du machst. Du machst Sachen, du rekrutierst YouTuber, sagst, wir rekrutieren YouTuber. Du rufst irgendwelche an. Du sagst, wir rufen irgendwelche an. Du sagst, wir setzen dich unter Druck. Setz Leute unter Druck. Du sagst, wir nehmen Drogen. Du nimmst Drogen. Du sagst, wir haben Frauen verkauft. Du hast Frauen verkauft. Junge, was bist du für ein Kranker, dass du wirklich, ich glaube wirklich mittlerweile, dass du davon überzeugt bist, weil du ein paar Kommentare hast, die dir das bestätigen. Du glaubst, du bist wirklich ein Internettyp. Du bist kein Straßenbild. Egal wer aus Stuttgart. Ich habe so viel Familie in Stuttgart, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich könnte deinen Arsch jetzt schon holen lassen. Aber ich habe denen gesagt, nein, der ist mein Hack. Den darf keiner nehmen. Die haben gesagt, Junge, böse Mann, hier ist ein Hund. Der musste sich bei den Albanern entschuldigen, weil er zu viel ein auf krasse Albaner gemacht hat. Haben die Albaner den gesagt, halt deine Fresse und mach hier nicht einen auf krasse Albaner. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, das ist sau heftig, was hier alles in den Raum geworfen wird. Er hat einige Punkte entkräftet, er hat jetzt neue Punkte reingeworfen, zu denen sich ein böser Mann höchstwahrscheinlich äußern wird. Und das hier, dieses letzte Punkt für Leute, die immer auf Straße, Maße und dies und das tun, sage ich euch ehrlich, wie es ist, ist das schon heftig, was da an Vorwürfe rausgeworfen werden. Ich kenne mich mit Stuttgart 0 aus, ich war selber noch nicht da. Ich weiß, dass die Albaner da sehr, sehr stabil sind. Ich habe auch gehört, dass es da Kurden gibt, so die zwei mächtigsten Gruppierungen, da wären Kurden und Tschetschenen. Aber grundsätzlich keine Ahnung von Stuttgart und ob das stimmt, was er da sagt, weiß ich auch nicht. Der sich entschuldigen und hält sich ein bisschen Piano. Ein kleiner Bube aus Nagold. Deine Ex-Freundin hat so über dich abgelästert, die hat gesagt, ich habe mich vor denen geekelt, ich habe den statt seine Unterhosen zu waschen, habe ich die weggeschmissen, weil die so im ekelhaft mit Kackstreifen und mit Schamhaaren voll waren und eklig gestunken haben, dass ich die weggeworfen habe und den lieber neu gekauft habe und extra so für 1 Euro Einweg-Unterhosen, weil du ein stinkender, schwitzender, kleiner, dicker Kobold bist, der noch nicht mal seinen Arsch waschen kann nach dem Kacken, dass seine Ex-Freundin sich schämt, seine Unterhosen zu waschen. Willst du mit mir reden, Wadak? Du willst mit mir reden, ein erwachsener Mann, der nicht mal seine Unterhosen sauber halten kann, versucht dir seinen Namen im Internet sauber zu halten. Ich bitte dich. Egal, ich möchte gar nicht so viel über dich reden. Was du bist, sehen wir. Ich möchte noch ein paar kleine Punkte einblenden, damit ich euch an etwas erinnere, weil anscheinend merkt das ja keiner. Böse Mann, der vom Kinderschutzbund jetzt gewechselt ist zum Frauenrechtler und Frauenschützer, der gesagt hat, ein Flatrate ist der menschenverachtendste und. Der Mann setzt sich für die Frauen an, der will uns zeigen, wie sehr die Frauen in ein Herz legen, dass er sich einsetzt für alle Frauen. Prinzipiell, gut. Carsten Stahl ist ja auch auf deiner Seite. Ein kleiner Appell an Carsten vielleicht. Carsten, das, was mit deiner Frau passiert ist, das tut mir leid. Sowas sollte niemals einer Frau passieren und die Leute, die das gemacht haben, sollten
sollten geköpft werden. Aber du solltest vielleicht mal deinen Freund Bösemann mal seinen Background angucken und gucken, was der von Frauen hält. Schau selbst. Gestoppt und hat dann so hat eine Line von dir zitiert. Soll anscheinend, er hat so gesagt, das ist die Menschen- und Frauenverachtendste Line. Mit der flachen Hand in ihr schönes Gesicht. Als erstes ist mal hier ein Kompliment da. Ha? Ein Kompliment in ihr schönes Gesicht. Okay? Und Hand in ihr schönes Gesicht, sah ihren Fehler ein und entschuldigte sich. Ich weiß nicht, was da so menschenverachtend und frauenfeindlich sein soll. Was meinst du mit der Line? Was willst du damit sagen? Ja, das Mädel hat einen Fehler gemacht. Mir ist die Hand ausgerutscht. Sie hat den Fehler eingesehen und hat sich entschuldigt. Was bitteschön ist da menschenverachtend? Ich weiß nicht, wie heißt. Dieser Mann passt auf die Frauen auf. Dieser Mann setzt sich für Frauen ein. Junge, jeder weiß, dass du ein Zuhälter warst und Zuhälter bist. Jede Doku, jede Erzählung von dir, damals ging los mit Bösemann, saß so und so im Knast schon mit 18 wegen Zuhälterei und. Du bist ein Zuhälter. Egal, was du machst, es ist zwar dein Ding, aber hör auf, einen auf Frauenschützer zu machen. Du bist auch kein krasser Gangster aus der Straße. Dein Freund Attila hat dich ja schon gefickt und hat das jedem gezeigt. Deine Kutte wurde weggenommen. Dich haben wieder hingestellt. Du musstest da singen im Clubhaus. Warst du nicht interessant genug? Haben gesagt, Junge, was ist das denn für ein verkuckster Junkie? Schick der mal wieder weg, kommt dir einen auf Vorsänger. Aber wir gucken, blenden wir davon auch eine kleine ein. Dann seht ihr das selber, was der Attila, der sein neuer Freund ist, darüber sagt. Jetzt auf einmal sind sie Freunde, weil das ist nämlich deine Masche. So, der Herr war das nicht der böse Mann? Böse Cory oder böse Moni, wie man sagt. Hält sich so hin, als ob er mich nicht kennen würde. Mag sein, er ist ein bisschen älter geworden, ich bin ein bisschen älter geworden. Aber der hat wahrscheinlich vergessen, wie er total zugekokst vor mir, wie ein Schuljunge gestanden ist in Göppingen bei Edith. Damals Black Jackets Zeiten 2006, als wir ihm seine Jacken abgenommen haben, ihm Verbot gegeben haben. Und die Jacke übrigens, Ali Osman. Diese Jacke, ne? Ja. Von dem Bittemann, wo der uns geben musste, seine Jacke, seine Gangjacke. Die haben wir übrigens. Ich hab von Turgay was gehört. Und genau, und diese Jacke haben wir damals dem Rapper Massiv geschenkt. Massiv war da bei uns und Turgay hat sie ihm übergeben. Jani, jeder, der wohl jetzt hier denkt, ich laber Scheiße, fragt den Rapper Massiv. Der hat von uns die Jacke vom Bösemann bekommen. Bösemann, jetzt, wo wir so sagen, hey, wir sind alt geworden, wir haben uns zurückgezogen, also zumindest ich sag, ich gehe arbeiten, ich zahle meine Steuer, ich habe nichts mehr mit Straße zu tun, so, ich regel meine Sachen da. Jetzt hat er ein bisschen Popo gekriegt und tut so, als ob der hier irgendwas wäre. Mordok, die dürften bei uns hier nicht zu unserer Zeit nicht auf der Straße rumlaufen. Der ist zu mir gekommen, zu uns, sagen wir mal, nicht zu mir, zu uns. Übrigens, Bösemann, kleiner Denkhelfer, ich war derjenige, der in der Mitte gesessen ist von allen Präsidenten. Und du warst derjenige, der vor uns vorgesungen hat. Oder wenn man das Rappen nennen kann. Und das war ungefähr so. Ich fick dich, ich fick hier, ich fick da, ich fick dich, ich fick da, ich fick da. Mordok, der war so drauf, Alter, dass wir gesagt haben, nein, Mordok, der soll gehen. Weil der so einen Kopf gekriegt hat. Nochmal, warte mal kurz. Ihr habt so eine Content gemacht, wo Rapper sich vorgestellt haben? Nein. Wir haben damals als Black Jackets beschlossen, Nachwuchsrapper zu fördern. Das war 2006, 2007, als wir auch diese Kriegserklärung Teil 1 rausgebracht haben, wo es diesen Song gibt. So, ja, ja. Hat er mitgekriegt, dass wir Plattenverträge finanzieren, dass wir Rücken geben, dass wir hinter Rapper stehen. Und dann ist er gekommen, hat sich vorgestellt bei uns auf der Präsidentensitzung. Danke, Taco. Von Jungen und hat um Unterstützung gefragt damals. Und wir haben gesagt, okay, zeig uns mal, was du kannst. Bruder, Jani, ich habe gedacht, uns haut den Schädel weg, weil total doof ist. Bösemann vom Mafia-Straßenclan-Boss zum Vorsänger auf Privatpartys, auf Drogen und keiner will ihn hören und völlig überkokst. Das ist der wahre Bösemann. YouTuber machen dich fertig, du setzt sie unter Druck. Schaffst du es, dich mit denen anzufreunden, sind das deine neuen Marionetten, wie ein Attila, wie ein Georg, wie heute jetzt der neue Panzer oder wie er heißt. Ich wollte eigentlich keinen Namen erwähnen, aber einfach nur mal so fürs Verständnis. Aber Leute, die du nicht unter Druck setzen kannst oder Leute wie mir, die dir Gegenwind geben, da musst du lügen, da musst du Leute mobilisieren, die irgendwelche Scheiße erzählen, weil im Endeffekt, im Internet ist es ja so, in deiner Internetwelt, wenn es einmal gesagt wurde, stimmt. Wenn das 20 unbedeutsame kleine Sch**, wie du einer bist, bestätigen und überall alle die gleichen Likes geben und alle die gleichen Kommentare machen, stimmt das. Das ist deine kleine Sch**. Jetzt kommt der absolute Knaller, die Explosion, die Atombombe aus dem Internet. Sheikh Bösemann, Hajj Bösemann, direkt aus Mekka eingeflogen, rezitiert aus dem Koran, bringt uns die Religion bei, sagt uns, was richtig und falsch ist, sagt uns, dass wir nicht beten sollen, entscheidet wahrscheinlich auch in seiner Welt, in seiner dämonischen Welt, wer in die Hölle und wer in den Himmel kommt. Junge, wenn du Allah kennen würdest, wenn du Allah kennen würdest, würdest du nicht meine Mutter beleidigen, in einer Zeit, wo du weißt, dass sie am Trauern ist und allgemein nicht. Weil Allah sagt, und allgemein sagt man auch, beleidigst du eine Mutter, hast du zuerst deine eigene beleidigt. Das heißt, wenn du zu einem Haarsohn sagst, hast du zuerst deine Mutter Haar genannt. Aber das gilt für Leute mit Prinzipien. Dein einziges Prinzip ist, Koks, wie werde ich berühmt, wie lüge ich, wie laber ich Scheiße, erzählst du Leuten, ohne mich wäre die deutsche Webszene, ohne mich dies. Und Junge, du bist seit 20 Jahren da. Seit 2 Jahren erst, als du Schläge von Sinan bekommen hast. Und ich meine wirklich Schläge. Komm, ein kleiner Einschnitt nur für dich. Da, Schläge. Das war kein Achilles, stand wieder auf und hat, Junge, du warst windelweich wie dein Rapper auch. Ihr wart schon K.O. im Stehen, wir haben euch nicht runtergelassen. Erzähl mir keinen. Jeder hat das gesehen. Also,
versucht irgendwas zu finden, keine Ahnung, vielleicht hat die Lampe dich gewendet, vielleicht hast du versucht eine Fliege mit deinem Mund zu fangen, ich weiß nicht, was das war. Das war aber keine Panzerrüstung, die am Stehen war. Anderes Thema. Bösemann behauptet, verurteilt mich wegen meinen Tattoos, er ist ja der Richter, er entscheidet, habe ich ja gerade gesagt, was richtig und falsch ist, und sagt mir, ich soll aufhören zu beten. Zeigt, dass er keine Ahnung vom Islam hat. Es ist niemals, niemals falsch, selbst wenn du einen Mord begangen hast, zu deinem Schöpfer, zu deinem Herrn zurückzukehren und Zuflucht bei ihm zu suchen, um Vergebung zu bitten und. Ja, da muss man fair bleiben, Leute, das hat der Sohn nicht gesagt. Man könnte es rein interpretieren, aber so wortwörtlich hat er es nicht gesagt. Er meinte nur, weil Amar tätowiert ist, soll er nicht über Religion reden, quasi, was auch falsch ist, meiner Meinung nach. Das hat er das nichts damit zu tun. Es gibt Leute, die haben viel Scheiße gebaut, haben dann, sag ich mal, den richtigen Weg gegangen oder haben in der Vergangenheit viel Scheiße gebaut, aber sind dann irgendwann den richtigen Weg gegangen. Und ich meine, am Ende des Tages ist es besser zu beten, 5-mal am Tag, wie es nicht zu machen. Es gibt Hadithe, es gibt Geschichten, wo selbst einem Mörder verziehen wurde. Was nicht heißt, dass das gut ist, das ist die schlimmste Sünde, die es gibt. Hast du einen Menschen getötet, tötest du die ganze Menschheit. Was ich dir aber damit sagen will, ist, wenn du Ahnung hättest, würdest du nicht sagen, du hast Tattoos, bete nicht. Was hast du denn? Warte, weißt du überhaupt die Shahada? Kannst du überhaupt die Fatiha? Meine Kinder kennen mehr Suren als du. Ich wette, um was du willst. Wenn du das Video gesehen hast, wenn du mich am selben Tag anrufst, ja, am selben Tag und mehr Suren kennst als meine Kinder, gebe ich dir, was du willst. Laber keine Scheiße. Sag, ich würde falsche Koranverse rezitieren. Falsch. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und wenn ich mir nicht sicher war, habe ich immer gesagt, Brüder, Schwestern, ich glaube, es heißt so und so, aber informiert euch nochmal. Und sonst sage ich nur Sachen, die stimmen, weil ich sie so gelernt habe, weil sie so geschrieben stehen. Kollege, meine Intention, wenn ich meine Religion im Internet präsentiere, ist nicht, weil ich den Leuten zeigen will, ich bin religiös. Wahrscheinlich die meisten, die mich sehen, denken nicht am Anfang, ey, der ist so einer, der ist so, der betet, der macht. Ich mache das auch nicht für die Leute. Ich bete, seitdem ich 7 bin. Auch Koran lese ich, Alhamdulillah, auf Arabisch. Ich mache das aber nicht für dich. Ich muss dich nicht beeindrucken. Ich brauche nicht deine Anerkennung dafür. Ich versuche den jungen Leuten zu sagen, ey, Jungs, Mädels, scheißt auf diese Kifferei auf der Straße, Stress, Bella, TikTok, Fitna. Macht Sport. Hängt mit Leuten ab, die Sport machen. Betet. Beten sind 5 Minuten pro Gebet. Höchstens mit Waschen. Ihr nehmt euch so viel Zeit für eure Haare, für eure Freunde, für eure Klamotten. Ich will den Jugendlichen eine Nasiha geben für ihre Ohren. Vielleicht hören die auf ihre Eltern nicht. Vielleicht hören die auf einen wie mich, wenn die mich vielleicht als Musiker, als Idol, als Sportler, als Gangster, als keine Ahnung was, als irgendein Typen aus dem Internet. Mir haben auch viele Leute geschrieben, danke Bruder, weil ich dich immer beten sehe, hat mich das näher gebracht. Unser Bruder Azadi, der auch ein YouTuber ist, hat euch in seinem eigenen Video gesagt, ich bete heute zum ersten Mal. Es ist interessant für mich geworden durch die Jungs. Es tut mir gut. Sowas versuchen wir zu erreichen. Irgendwelchen Leuten, den 50-Jährigen mit offenem Hemd bis zu seinem Bauchnabel und Katzengoldketten, irgendwelche Geschichten von 76 Morden. Junge, hör mal zu. Du bist wirklich ein Unmensch. Selbst wenn das stimmt, bist du der ekelhafteste Mensch. Wenn ich 76 Menschen getötet hätte, ne, la samahallah, würde ich nicht einmal darüber reden. Wahrscheinlich würde mich das so kaputt machen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr ansprechbar bin. Weil ein Mensch mit einem Gewissen, mit einem Herz tötet keine 76 Menschen und sagt dann, ha, auf meiner Marke stehen 76 da. Wenn noch einer was will, dann kommt der 77 dahin. Was bist du für ein Penner, Mann? Und diese 76 Leute haben wir ja gehört, was das gerade willst. Das waren Leute, die du ausgeraubt hast, die ihr wahrscheinlich auch vergewaltigt habt. Wir kennen ja diese Kriegsverbrecher. Wallah, du siehst original aus wie ein Kriegsverbrecher. Wie so ein richtiger Schakal, der von einem Toten noch die Uhr klauen würde. Ja, ihr merkt, das Ganze wird gerade richtig eklig, aber trotzdem, zu diesem Punkt mit 76 Leute getötet. Erstens, ich glaube das nicht. Zweitens, sehe ich es ähnlich wie Amar. Einen Menschen schon zu töten, macht dich schon in meinen Augen zu einem Unmenschen. Egal, was der Grund dafür ist. Und dann stolz auf sowas zu sein. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber sollte das wirklich stimmen, das ist noch unmenschlicher. Das ist schon widerlich, aber in die Richtung, in die sich Amar gerade entwickelt, beziehungsweise in die Richtung, in die das Ganze gerade geht, mit den Vorwürfen, ja, du warst ein Räuber, dann hast du dich noch vergewaltigt, hast du dies und diese Vorwurfsmäßige muss auch nicht unbedingt sein in einem sachlichen Video. So einer bist du. Wie kann man sich damit preisen und sagen, ich habe 76 Leben genommen? Was laberst du? Selbst wenn es im Krieg war, selbst wenn es im Recht war und dein Dorf angegriffen wird, würde ich das niemals erzählen. Ich würde mir keine Striche auf meiner Waffe machen. Welche Striche, du Stricher? Die einzigen Striche, die du machst, sind auf einen Teller, damit du die ballern kannst, du Koks-Junkie. Egal, machen wir weiter. Jetzt kommt der Todesstoß, mein Freund. Als allererstes, Ayuni, du bist wirklich ein sehr lieber Junge und ich habe wirklich nichts gegen dich, ja? Und es tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt machen muss, was ich nicht gemacht habe bis jetzt. Du hast es ja gehört, ich habe es für mich behalten. Ich habe es weder gepostet, noch gezeigt, noch irgendwas. Aber an diesem Punkt, wo meine Mutter beleidigt wird, muss ich dich leider an zweiter Stelle tun, weil du nicht wichtiger als meine Mutter bist. Deswegen entschuldige ich mich wie ein Mann bei dir, dass ich dich jetzt quasi ein bisschen ficken muss. Aber da du es ja auch bei mir gemacht hast und eine Story gepostet hast, mit bösem Mann ist alles cool, ich habe mein Geld bekommen, blenden wir diese Story mal ein. Jo, was geht? Hier ist Ayuni. Ich befinde mich gerade in Kroatien, bisschen Urlaub am Machen. Auch ich habe mitbekommen, was gerade passiert. Und an dieser Stelle wollte ich nur anmerken, alles gut zwischen mir und Bösemann. Alles ist beglichen worden. Ich habe meinen Hack bekommen.
Peace. So, die Menschen, die wirklich diese Angst und Unehrlichkeit und trotzdem noch leichte Reue, deswegen bin ich dir nicht böse, leichte Reue in deinen Augen gesehen haben, dass du es gar nicht so meinst, aber aus irgendwelchen Beweggründen sagst, ist der Grund, wo ich sage, ey, der Typ ist wirklich ein guter Junge. Und es tut mir wirklich leid, aber jetzt werde ich dich auseinandernehmen, böse Mann. Als allererstes, gucken wir mal, wie er über ihn redet. Er redet in seinem Statement und sagt, ich weiß jetzt nicht, wie der sich jetzt vorkommt, nachdem er einen Ayuni, der sich keinen Millimeter gewehrt hat, 30 Schläge auf den Kopf gegeben hat. 30 Schläge gegen einen Ayuni. Was heißt das? Ist Ayuni ein Hund? Ein Lutscher, kein Mann. Junge, du hast den zum Kampf gebracht. Du hast dem Jungen gesagt, kämpf. Ihr habt mir erzählt, er hat 7 Jahre Boxerfahrung und macht seit seinem 7. Lebensjahr Taekwondo. Sonst hätte ich dich mal so hart geschlagen, sonst hätte ich ihn ausgejappt. Ihr wolltet auch den Kampf, ihr habt aufgemuckt, ihr habt Ansagen verteilt. Natürlich kämpfe ich. Mir kann keiner sagen, ja Bruder, das ist doch kein Gegner für dich. Dann soll er seine Fresse halten. Ja, aber das war nicht mal seine Schuld, weil er gelenkt wurde. Aber zu sagen, gegen einen Ayuni oder zu mir zu sagen, Wahiyat Allah, du kannst das sagen. Hier, ein Kollege war sogar dabei, der das gehört hat. Aber auch das brauche ich nicht zu zeigen, weil dann heißt es, ja, der sagt natürlich, was du willst. Wer glaubt, glaubt. Wer nicht glaubt, soll nicht glauben. Ich habe den Namen Alhamdulillah von Allah noch nie benutzt, um eine Lüge zu verbreiten. Wer mir glaubt, glaubt mir, wer nicht, nicht. Aber wer auf diese Art und Weise verliert, hat bei böser Sound nichts zu suchen. Einen Ayuni. Das hast du ja öffentlich gesagt. Das kannst du ja nicht abstreiten. Junge, was bist du für ein Mensch? Was bist du für ein Kollege, der sagt, das Prinzip der Loyalität brauche ich euch ja nicht zu erklären. Kannst du ja auch gar nicht. Du weißt ja gar nicht, wie das läuft. In der Öffentlichkeit, egal was ich für einen Streit mit einem Bruder habe, selbst wenn ich nie wieder mit diesem Bruder reden würde, würde ich in der Öffentlichkeit kein Wort über ihn sagen, kein Wort über ihn herziehen lassen. Und wenn es Beef gibt, wäre ich der Erste, der da steht. Auch wenn ich mit ihm nicht rede, ich würde da hingehen, mit dem Beef mitmachen und wieder abhauen, ohne ihn sogar zu grüßen. Das ist das Prinzip von Loyalität, du Lutscher. Aber alles gut. Ayun, ich gebe dir einen Tipp. Vertrau mir, Bruder. Mach keine Filme und lass das jetzt so stehen, wie es ist. Ich habe 20 Minuten Aufnahme, weil ich ja jetzt euer Spiel verstanden habe. Ich habe dieses Internetspiel verstanden. Ich weiß jetzt, dass wenn es Beef gibt, man bestimmte Leute aufnehmen sollte. Gut, dass jemand neben mir war, der mir gesagt hat, Bruder, nimm dieses Gespräch auf. Du wirst das 100% irgendwas davon brauchen. Alhamdulillah, ich küsse deine Hände, Bruder. Ich gebe dir einen Tipp. Ich werde nur die Ausschnitte nehmen, die zeigen, dass dieser Hund ein Lügner ist. Sagst du ein Wort dagegen, werde ich das ganze Gespräch. Sagst du ein Wort dagegen, zeige ich noch viel mehr. A, ist böse Mann dann auch noch mehr gefickt? Und B, zwischen euch, du weißt ja, was du geredet hast an den Abends und am Tag danach, wird es zwischen euch auch einen ganz großen Beef. Das weißt du auch. Deswegen, ich habe dir gesagt, wenn er dich darum bittet, eine Lüge gegen mich zu machen, sag böse Mann, kann ich nicht. Ich bin nicht so weit wie du von dem entfernt. Ich wohne eine halbe Stunde, der Typ kann jederzeit kommen, der kennt Leute aus meinem Umfeld. Ich habe keinen Bock auf Beef mit Leuten, das ist dein Beef. Mach deinen Krieg alleine ohne mich. So redet ein Mann, wenn du das sagst, er kann von dir nicht verlangen. Ein 50-jähriger Mann kommt zu seinem Signing, der halb so alt ist wie der, und verlangt von denen irgendeinen Beef mitzumachen, nachdem er ihn monatelang nicht beachtet, rausgeworfen hat, zu ihm fremder Mensch sagt, ihn aus dem Label wirft, ihn nur ein Label wieder zurücklässt oder relevant macht, wenn er gegen mich einen Rückkampf macht, was unnötig ist. Wie kann man den gleichen Jungen, den man ja unter seiner Obhut hat, zweimal ins offene Feuer werfen? Du Kelp, komm du doch, kämpf du doch gegen mich. Zeig ihm doch mal, wie das geht. Du hast doch gesagt, 30 Schläge. Diese 30 Schläge würdest du nicht mal mitkriegen, weil nach 10 wärst du weg. So, nimm du doch den, mach du doch den Kampf, wenn du so gut bist. Schick doch nicht die Leute davor, damit du sagen kannst, ja, was hat der für einen Gegner gehabt? Dann bring mir doch mal deinen Panzer ran. Du bist doch ein Panzer. Zeig mal deinen Panzer. Ich bin der Panzerknacker. Hast du das vergessen? Ich bin der Panzerknacker. Ayuni kontaktiert mich. Einen Tag nachdem in den Stories quasi wortwörtlich Bösemann und Ahmad gefallen sind, wo Streit passiert ist, kontaktiert mich. Bruder, ruf mich mal an und schick mir seine Nummer. Weil ich kein Handy mehr hatte und alle Nummern verloren habe, hatte ich seine auch nicht und er meine anscheinend auch nicht. Deswegen konnte er mich nicht kontaktieren. Wir blenden das ein. So. Um nicht später zu sagen, ich hätte ihn kontaktiert für irgendwas. Und jetzt, böse Mann, kommt dein Tod. Ich will sehen, was du hier noch sagst und wie viel Funken Ehre noch in dir drin ist und wie deine Ausrede jetzt ausgelegt wird. Möchte ich sehen. Viel Spaß. Boah, Leute, wenn das wirklich jetzt stimmen sollte, dass das gelogen war mit Ayuni, dann bin ich echt gespannt, was Böse dazu sagen wird. Das ist schon sehr, sehr hart. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Ayuni sich dann da vor die Kamera gestellt hat und sagt, es ist alles gut, ich wurde bezahlt und dies und das und tralala. Aber es hinterlässt schon einen heftigen Knacks in der Glaubwürdigkeit. Sollte da wirklich was dran sein, hören wir erstmal. Salam, Bruder. Alaikum salam, wie geht's dir? Alhamdulillah, wie geht's dir? Mir geht's gut, Bruder. Ich bin jetzt zu Hause in Kroatien. Bisschen Urlaub. Bruder, soll ich dir was sagen? Ich bin nicht mal sauer auf dich. Weil ich weiß, dass dieser Typ eine Fotze ist und dich anrufen wird und dir wahrscheinlich jetzt sogar auch dein Geld geben wird, damit du nichts mehr sagst und ihm die Beine brichst. Aber was für eine Pussy, Alter, ja? Bruder, wenn du jetzt vor mir stehen würdest, ich würde am liebsten deine Papaibank küssen. Ich schwöre auf meine Mutter. Das meine ich gerade tot ernst, was ich gerade sage. Ich schwöre dir. Für diese Sätze, die du mir gerade gegeben hast. Weil ich wusste ganz genau, dass du das verstehen würdest. Dankeschön. Ja, du hast auch nicht abfällig gesagt. Du hast einfach nur gesagt, alles cool. Und man hat in deinen Augen sowieso schon gesehen, der sagt das jetzt, weil Bösemann dir voll gelabert hat. Und deswegen, richtig. Du hast ja nicht gelästert über mich. Bruder, du hast geredet wie ein Löwe. Ich habe kurz überlegt, dich anzurufen, aber dann dachte ich mir, lass es lieber. Lass es lieber, weil ich weiß nicht, wer mit dir ist. Du musst mich auch verstehen, Bruder, weil ich bin stand jetzt noch auf dem Vertrag. Lass es lieber, dachte ich mir. Aber Bruder, du hast geredet wie ein Löwe. Ich habe ihn gut zerlegt.
Du hast geredet wie ein Löwe, Bruderherz. Und guck mal. Boah, Leute, mit dem Video hat er mehr den Ayuni gefickt als Bösemann. Bösemann hat er damit auch gefickt, weil jetzt hört ihr raus, dass was im Hintergrund alles abgeht. Sehr, sehr ekelhaft, sehr, sehr hinterhältig das Ganze. Deswegen Abstand einfach zu diese ganzen Internetfaxen. Aber wie er da den Ayuni auseinandergenommen hat, weil Ayuni sagt gerade selber, ich bin da noch unter Vertrag. Ich glaube, Ayuni wird derbe Probleme dadurch kriegen. Guck mal, Bruder. Bruder, ich weiß, dass du und ich, guck mal, wir hatten diesen Kampf. Und ich sage dir ganz ehrlich, das hat meiner Karriere übertrieben geschadet. Aber Bruder, ich mag dich trotzdem. Ich meine das tot ernst, was ich gerade sage. Ich hoffe, dass ich dich irgendwann mal privat sehe, dann kann ich dir alles erzählen, Bruder. Weil ich mag dich wirklich aber. Und ich kann, das ist jetzt zu viel, um das am Telefon zu reden. Kein Problem. Ich vertraue dir da. Und du hast dein Wort gehalten mir gegenüber. Du hast gesagt, Ayuni, ich habe dich erwähnt, aber ich habe das so dargestellt, so und so. Weil böse Mann denkt, du hast das so mitbekommen, irgendwie. Von Dino-mäßig so. Ja. Nein, nicht mal durch Dino. Du hast es dir zusammengereimt. Entstand jetzt bin ich noch bei ihm unter Vertrag. Und ich möchte einfach nur, dass dieser Vertrag aufgelöst wird, weil dieser Typ hat mich verdammt super abgefickt, Bruder. Du darfst mich auch erwähnen, wie du möchtest. Wenn du möchtest, erwähne mich sogar. Ich glaube auf jeden Fall an Sinans Unschuld und ich weiß ganz genau, wie dreckig diese Welt ist, Bruder. Weil ich bin auf jeden Fall auf Sinans Seite und Bösemann hat das auf jeden Fall erkannt und hat auf jeden Fall auf Sinans Seite erstmal ein bisschen Fame aufbauen wollen. Ich weiß das auch, Bruder. Ich bin doch nicht blöd. Er hat dir das Geld nur angeboten, damit du im Internet sagst, dass er dir das Geld gegeben hat. Hast du nicht gesagt, dass er gesagt hätte, Dino hat das Geld nicht überwiesen? Ja, er hat jetzt nicht explizit Dino gesagt, er meinte nur, er hätte nichts bekommen. Also das Geld wurde nicht über... Bruder, ich habe mit Dino geredet. Euer Geld war das allererste, was überwiesen wurde. Ihr hattet nach ein paar Tagen das schon das Geld. Und die hat er was gesagt? Er hat nichts bekommen. Siehst du? Er wartet selber noch auf den Teil seiner Gage, hat er gesagt. Siehst du? Konten eingefroren, Geld wurde nicht überwiesen. Bruder, glaubst du nicht, ich weiß, dass der Typ mich anlügt, aber Amar, was soll ich machen? Meine Hände sind gebunden, Mann. Da habe ich ihm gesagt, ich habe mit Amar geredet und ist da was dran, habe ich ihm gesagt. Ist da was dran, dass du gesagt hast, wer einen Kampf so verliert, hat bei dir das auch nicht zu suchen. Er hat mir gesagt, habe ich nicht gesagt, hätte er nicht gesagt. Okay, und wen glaubst du? Ich glaube dir. Ich habe mal, ich weiß, okay, warte, eine Frage. Warte, eine kurze Frage, Bruder. Als du dich beim letzten, das letzte Mal, als du dich bei ihm gemeldet hast, was hat er dir nochmal geantwortet? Nochmal was? Was hat er dir nochmal geantwortet bei dem letzten Mal, wo du dich bei ihm gemeldet hast? Wegen dem Geld meinst du? Ja, wegen dem Geld. Ein fremder Mensch. Bruder, ich glaub dem gar nichts. Das Ding ist nur, ich möchte einfach nur raus aus diesem Vertrag. Hat gesagt, er will mir jetzt die Aufhebungsscheiße geben und darauf warte ich mal. Mann, Digga, mein Onkel liegt hier im Sterben. Ich bin in Kroatien. Mein Vater, der kriegt gerade mit, wie sein Bruder stirbt. Und er kriegt mit, wie ich hier abkacke wegen Bösemann. Weil er kriegt halt diese ganze Scheiße mit. Und der guckt mich an und sagt nur, Antonio, worauf hast du dich hier nur eingelassen? Eine Frage. Weiß der deine Situation gerade, dass du das Geld brauchen könntest und dass du denen sagst, ey, meine Familie geht's gerade nicht? Weiß der das alles? Weiß der, hat er aber nicht darauf reagiert. Bruder, du kannst mir jede Frage stellen, du willst. Am Ende wird sich genau das so drehen, wie du davon ausgehst. Weil du bist nicht dumm, Bruder, du hast Menschenkenntnis. Wie lange ist der Kampf her? 4,5 Monate. Der Typ hat mir gesagt, ich werde dich wieder aufbauen, ich werde dich nicht fallen lassen. Und ich sage jetzt das nicht, weil ich irgendwie gegen ihn schieße. Wenn er das jetzt erfahren würde, der würde sagen, Ayuni hat mich verraten. Nein, er hat mich verraten. Das sagt der dich verkauft hat. Ja, natürlich, Bruder. Ich bin noch nicht blöd, Mann. Er hat gesagt, ich baue dich wieder auf. Ich werde dich nicht fallen lassen. Ich werde dich nicht fallen lassen. So, danach habe ich nichts mehr von ihm gehört. 2 Monate später rufe ich ihn an und hab versucht, ihn anzurufen. Er geht nicht ran. Hab ihm ein paar WhatsApp geschrieben, bitte ruf mich doch mal zurück. Und dann irgendwann ruft er an und ich meinte so, wie machen wir das jetzt? Und er meinte, ich rufe dich Tage an und überlegen wir uns eine Strategie. So, dann haben wir so, ein paar Tage später hat er mich angerufen. Das habe ich dir, glaube ich, auch letztens erzählt. Hat er mich angerufen und, Bruder, wir haben vielleicht 20 Minuten geredet. Er meinte, das Einzige, was dich jetzt noch zurückbringt, ist ein Rückkampf mit Amar. Ich so, Bruder, der Mann ist ein Boxer. Ich bin kein Boxer, das weißt du. Ah, böse, du hast es doch gesehen. Ich war komplett im Tunnelblick. Wenn sowas nochmal passieren sollte, ciao, Digga, ciao. Und er meinte, überleg's dir, wir hören uns. Ja, das war's. Wir haben uns nicht mehr gehört. Und dann habe ich ihn letztens angeschrieben, wo ist mein Geld? Der meinte, oh, ein fremder Mensch. Habe ich geschrieben, Bruder, falls ich dir Unrecht getan haben sollte, lass es mich wissen. Bruder, du kennst mich, ich bin korrekt. Falls ich dir Unrecht getan haben sollte, lass es mich wissen. Ich brauche das Geld gerade für meine Familie. Kam nichts. Und dann aus heiterem Himmel sehe ich ein Statement gegen, ich wusste gar nicht, dass ihr Beef habt. Weißt du, und dann später am Nachmittag habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich habe mit Amar telefoniert. Er meinte, was, wie kannst du das nur machen? Fällst mir in den Rücken, Bruder, sage ich, ich habe alles gut. Ich wollte nur wissen, ob... Seit 5 Monaten versuchst du ihn zu kontaktieren und jetzt sagt er, wie kannst du das machen? Wie kannst du das nur machen? Und dann habe ich, und außerdem, ich habe keinen Stress mit dir. Ich habe keinen Stress mit dir. Er hat mich verkauft, aber mit dir, Amar, habe ich keinen Stress. Deswegen darf ich dich auch anrufen. Dass er dich nicht direkt oder indirekt angesprochen hat mit Habibi-Rapper, der jetzt mit Pedo-Rappern chillt oder irgendwie so. Genau, unauffällige Angriff wegen Sinan. Aber was hat das mit dir zu tun? Genau, das meine ich damit. Und ja, Bruder. Guck mal, Leute. Egal. Boah, das ist so gottlos, war der arme Ayuni, tut mir leid. Der tat mir ja schon an dem einen Tag leid, wo wir da hingegangen sind, wo Amar da gekämpft hat und Ayuni stand da ganz alleine, Vorbereitung. Kein Schwanz war bei dem, ich bin kurz zu dem gegangen. Ich glaube, du hast den auch kurz gesehen, der Ayuni, wo der da stand alleine. Ich habe ja zu euch gesagt, geht ihr alle durch? Ja, ich bin da zu dem gegangen, hab mit dem kurz gequatscht.
stimmt, ja. Der war da schon down und ein guter Junge, ich schwöre bei Gott, ein guter Junge und ich vertraue dem zu 1 Million%, was er da gerade am Telefon gesagt hat. Er wusste ja auch noch nicht mal, dass er heimlich aufgenommen wird und man muss hier wirklich an der Stelle Tadel aussprechen an Amar. Ich werde ihm das auch nochmal persönlich sagen, wenn ich den hier in Berlin nachher sehe, beziehungsweise morgen wird er auch bei dieser Fight Night auftauchen, werde ich ihm das sagen, sowas geht nicht. Der hat den Jungen damit gefickt. Natürlich hat er jetzt auch das wahre Gesicht von Bösemann gezeigt, was alles da ausgesprochen wurde, jenseits von Gut und Böse. Keine Ahnung, wie man das nochmal gerade biegen will. Aber jemanden so heimlich aufzunehmen, ich könnte das auch 1 Million Mal machen. In den 8 Jahren, wo ich YouTube mache, hätte ich 1 Million Gelegenheiten gehabt. Habe ich aber nie gemacht, weil jeder Mensch da draußen wird jetzt das Vertrauen ihm gegenüber verlieren. Ja, er hat den Böse jetzt schachmatt gesetzt durch diese Aktion, hat aber gleichzeitig den Ayuni damit gefickt. Der hat noch seinen Vertrag dort. Und gleichzeitig sich selbst auch noch extremen Schaden zugefügt, dadurch, dass er halt ohne Erlaubnis undercover das Vertrauen von einem Ayuni ausgenutzt hat und ihn heimlich aufgenommen hat, um Böse damit auseinanderzunehmen. Amar, ich lass mich von dir nicht mehr bedrohen. Dieses Gespräch, was ihr vorhin gehört habt zwischen mir und ihm, ich wurde genötigt und bedroht, dass ich diese Worte genauso sage. 3-4 Anläufe hat es gebraucht, aber dass du gegen meinen Willen, beziehungsweise ohne meine Kenntnis, ohne mich im Vorfeld darüber in Kenntnis gesetzt zu haben, das ins Internet stellst, das wird rechtliche Konsequenzen für dich haben. Und ich schaue jetzt bewusst in die Kamera für alle YouTube-Psychologen und dann sag mir, ob ich unter Druck gesetzt werde oder ob ich lüge. Aber Bösemann ist mein Freund, Bösemann ist mein Bruder, er schuldet mir keinen Cent und er hat mich nicht fallen lassen. Ganz im Gegenteil, er hat mich aufgebaut. Er hat mich aufgebaut. Ich will mit diesem Deutschrap-Zirkus nichts mehr zu tun haben. Das Einzige, was in dem Gespräch stimmt, ist die Sache mit meinem Onkel. Und ich habe gesagt, wie es meinem Onkel geht, dass mein Vater das mitbekommt, wie es mir geht, dass es ihm schlecht geht. Und jetzt zieht mich damit rein. Also du ziehst mich damit rein. Glück hat er mir gerade noch diesen Clip gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll und was nicht. Ob jetzt Bösemann ihn gedroht hat, dass er das so aussprechen soll. Und dann sagt er, ja, ich wurde genötigt und gezwungen, das zu sagen. Wusste aber nicht, dass er heimlich aufgenommen wird. Aber wozu wurdest du dann genötigt und gezwungen? So, wenn jemand sagt, ey, lüg mal für mich und sag das und das, dann hat er doch eine Intention dahinter und will das online stellen, damit er quasi als Gewinner dasteht. Warum sollte man also in einem privaten Gespräch genötigt werden, irgendwas zu erzählen? Ich blicke da echt nicht mehr durch. Bildet euch eure eigene Meinung. Wenn ihr Theorien habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich bin komplett... Und wer jetzt was denkt, ich schwöre bei Allah, ich schwöre bei meinem Leben, ich schwöre bei meiner Religion. Wenn diese Memos nicht einfach so entstanden sind, subhanallah, wenn das Recht, Allah gibt ja das Recht immer dem, der das Recht verdient. Wenn das Recht nicht von alleine zu mir geflogen ist, dann bin ich kein Mann und bin ich kein Nichts. Wer diesen Menschen noch ein Wort glaubt, der ist für mich noch verlorener als der. Kinder, Jugendliche, ich sag euch eine Sache. Bösemann ist nicht so cool. Kommt nicht auf meine Seite, nehmt euch nicht ein Beispiel an mir. Ich bin auch nicht gut, ich bin auch schlecht, kein Problem. Der ist so ein ekelhafter Mensch, der zu mir sagt, auf Drogen, der zu mir sagt, auf dies, guckt euch den mal an, der nur Lügen verbreitet, der nur Fitna macht, der ein Munafik ist, der ein Kafir ist, der ein alles ist, ein Islamhasser, ein Rassist. Ich blende euch jetzt hintereinander, bevor das Video aufhört, noch 2-3 Sachen ein, dann werdet ihr die sehen, was für ein Schwein das ist. Gucken wir uns den Schwein einmal an und dann sind wir auch fertig. Aber Fakt ist, wer dem jetzt noch glaubt, ist entweder selber ein Blender oder ist so krass geblendet, dass er die Wahrheit gar nicht sieht oder sehen will. Ich werde auch dieses Video hier beenden. Dieses Video war vorerst mein letztes Video an dich. Ich habe keinen Bock, Videoaufzeichnung, böse Mann. Und du weißt, welche das ist. Habe ich keinen Bock auszupacken, weil weißt du was? Die 1-2 Jungs hatten recht. Auch wenn es ein Schlammschlag ist, so ein Dreck nehmen wir nicht in die Hände. Ich gebe dir eine Nasiha. Lass mich einfach in Ruhe. Mach jetzt hier Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Internetvideos. Dafür, dass du meine Mutter beleidigt hast, wirst du sowieso zur Rechenschaft gezogen. Du wirst da als Bösemann stehen und dafür gerade stehen. Du Bösemann, egal wie viele Leute da stehen, du wirst dafür gerade stehen. Und wenn deine Leute meinen, eine Welle zu machen, dann werdet ihr alle überrannt. Jeder Einzelne, der da ist, wird dann überrannt. Deswegen wirst du zur Rechenschaft gezogen. Aber lass uns Internet-Cut machen. Ich habe dich gerade gefickt. Alles, was du jetzt noch machen kannst, ist dein Arschloch zu halten und dich zu wehren, dass nicht noch mehr reingeht und du mir einen auf, der hat das erfunden oder zusammengeschnitten oder. Halt einfach deine Fresse. Halt einfach deine Fresse, Bösemann. Halt's Maul. Psst. Ruhe. Ruhe, dück dich, mach dich klein, werd ein so kleiner Bösemann, halt deine Klappe, nimm das hin wie ein Mann, sei einmal in deinem Leben ein Mann, schluck das runter, lass gut sein, die Lügen wurden aufgedeckt, jeder, der das abstreitet, ist ein noch größerer Hund als Bösemann, ihr habt es selber gehört, ihr habt die Stimme von Ayuni gehört, er selber hat mich kontaktiert, Ayuni, es tut mir leid, dass ich das machen musste, aber meine Mutter ist wichtiger als du, deswegen interessiert mich, was du von mir hältst, wenn du weiterhin Kontakt pflegen willst, meld dich, wenn Bösemann dir deswegen einen Strick machen will und nach Köln kommen will, komm nach Wuppertal, wir empfangen den zusammen, kein Problem, oder sag mir, wenn er in Köln ist, ich komme nach Köln, auch kein Problem, aber wenn du sauer sein willst und heulen willst, Salamu alaikum, inshallah bleibt deine Familie gesund und auch mit dir auch weg. Braucht dich auch nicht, mein Lieber. Leute, tut mir leid für diesen ganzen Trouble. Wallah, ich habe gerade Besseres zu tun. Ich habe gerade so viel unnötige Filme in meinem Kopf, aber ich kann nicht einen Menschen mir auf die Füße treten lassen. Das ist eine meiner Schwächen auf dieser Welt. Inshallah verliere ich die irgendwann. Aber das war mein Wort zum Koks-Junk.
Mösemann, Busenmann, böse Schlamp, böse Kalb. Salam alaikum. So Leute, Subhanallah, es hat sich was getan, ja. Aber als allererstes, bevor mir wieder irgendjemand sagt, ja, kann man verfälschen, nicht verfälschen, hier, wir haben heute den 19., Dienstag, den 19. September 2023 und hier oben steht die Uhrzeit 19.40 Uhr. So, bevor wir anfangen, rezitiere ich einen kleinen Ausschnitt aus einem Vers, Sura Zalzala 99, Vers 7 bis 8. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Die Bedeutung ist davon, wer einen Staubkorn Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren. Und wer einen Staubkorn Schlechtes tut, dem wird Schlechtes überfahren. Das bedeutet, jeder bekommt das, was er verdient. Du wirst für jede Kleines zur Rechenschaft gezogen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Hack landet immer bei Hack. Und was sage ich euch, Leute? Manchmal versteht ihr meine Wut nicht, meine Ausraster nicht. Und viele stellen sich gegen mich. Aber seit Anfang dieser Zeit, in allen Religionen und allen Geschichtsbüchern, ist das Recht immer gegen die Masse. Alle stellen sich immer gegen den Recht und glauben, den Hofnarren, den Fitnerstifter, den Verhassten, den materiellen, unmenschlichen, menschlichen, den Dämonen und den Teufel. Aber wisst ihr, was passiert ist? Ich habe euch jetzt alles gezeigt, mit Uhrzeit, mit alles. Die Dame, ich entschuldige mich nochmal bei dieser Dame, weil ich habe sie beleidigt. Ich habe sie beleidigt, weil ich wütend war. Hört, was sie sagt. Und ihr hört sogar, weil ich ein gerader Mensch bin, weil dieser Mensch mich aufrichtig angerufen hat und gesagt hat, ey, ich wollte das klarstellen, böse, man hat mich auch verarscht, ich habe denen gar nichts gesagt, der hat mich auch verarscht, der hat ohne meinen Willen die Sachen gepostet und sie hat das Video sogar gemeldet bei YouTube, weil er ihre Audio einfach benutzt hat und verbreitet hat. Ich weiß nicht, ob das so durchgehen wird, aber das ist auf jeden Fall Stand der Dinge. Habe ich sogar in der Aufnahme irgendwann gesagt, hey, stopp kurz, ich sag dir ganz ehrlich, ich zeichne gerade die ganze Zeit das Gespräch auf, darf ich das benutzen, ja oder nein? Hätte sie nein gesagt, hätte ich das nicht benutzt, weil ich nicht so ein Hund wie du bin, weil Ayuni eh schon dein Tod war. Aber Alhamdulillah, dass diese Person gesagt hat, ey, was für der beleidigt deine Mutter? Was hast du getan? Du bist so ein ehrenvoller Mensch. Er ist die größte Lachnummer. Ich war mit dem so lange, ich kenne den so lange. Der ist ein Verdreckter, ein Ekelhafter, ein Stinker. Keiner gibt den Wert, keiner nimmt den ernst. Und jetzt kommt der dir, ehrenvollen Menschen, und beleidigt deine Mutter. Das geht gar nicht. Ja, du kannst die Sachen benutzen. Und ich schicke dir noch andere Sachen. Sprachmemos vom Bösemann. Anrufe, 1000 Anrufe vom Bösemann. Und jetzt, Bösemann, nach deinem Tod, nach deiner Wiederbelebung, noch ein Tod. Ich hätte mir das aufsparen können. Ich hätte so YouTuber-mäßig das alles zurechtballern können. Aber mache ich nicht. Ich habe am Anfang des Videos gesagt, dies ist mein letztes Video. Ich will mit dir nicht mehr reden. Jetzt macht, gerade habe ich gesagt, mach dich so klein, jetzt mach dich unsichtbar. Halt einfach deine Fresse, wie ich es dir die ganze Zeit gesagt habe. Und jetzt bin ich gespannt, wie diese ganzen YouTuber darauf reagieren. Mal gucken, ob ihr euch jetzt der Wahrheit bekennt. Mal gucken, ob die Kommentare jetzt gegen dich gehen. Die Leute, die mich Lügner genannt haben, mal gucken, ob die jetzt dich Lügner nennen. Jetzt zeigt mir, Leute, jeder, der sich bei mir entschuldigt vom Bösemann Seite aus, ich folge denen und ich verzeih ihm. Ich folge dir, ich verzeih dir, du bist herzlich willkommen im Camp der Ehrlichen, im Camp der Geraden und im Camp der Leute, die sich nicht ändern lassen. Ich will auch jetzt nicht mehr weit ausschweifen, aber ich bin gerade so gut gestimmt, weil einfach wieder mal das Hack zu mir geflogen ist, wie das mit Ayoni, das Telefonat. Ich raff nicht, wo finden die immer diese Leute, auch diese Olle? Wir haben ja das Bösemann-Video gesehen, darauf reagiert, die hatte ja so ausgepackt quasi gegen Amar und gesagt, er wäre versifft und hier und da und die würde andere Sachen auspacken und jetzt ist sie auf einmal Team Amar und sagt, er wäre ehrenhaft. Aber hat vorher so geredet im Bösemanns-Video. Also ich blick da wirklich nicht mehr durch. Ist auch viel zu spät, Leute. In ein paar Stunden muss ich schon aufstehen. Da ist ja diese Fight Night und hast du nicht gesehen. Wird jetzt alles ziemlich knapp zeitlich. Naja, schauen wir mal weiter. Was man nicht verdrehen kann, aber Alhamdulillah, hier kommt noch eine Kirche auf die Kirche. Ayuni war die Kirche auf der Sahne und auf dieser Kirche ist noch eine Kirche. Und beide Kirchen gehen in deinen Arsch rein. Halt einfach deine Fresse und lass uns den Rest auf der Straße oder am Ring klären. Komm in den Ring, verdien noch ein paar Euros, du Panzer. Nimm alle Drogen, die du willst. Wenn du mich nicht mit mir triffst, zieh sehr viel Koks. Rate ich dir, weil diese Schläge tun weh. Noch mehr als das, was dir jetzt wehtut. So Leute, ich fasse mich kurz. Ihr habt gesehen, böse Schlamp, Tangaman, Lutscher, Glatzkopf, Kokser, Lügner, Verdreher, Rassist, Islamhasser, Hetzer, Kinderblender, Leute-Kopfverdreher und kleiner Pisser. Hier ist dein Tod, böse Mann. Bühne frei. Hallo? Hörst du mich? Ja, wer ist da? Ja, Kiwiki. Ah, die Verlogene? Was für Verlogene, Alter. Ich hab den größten Krieg, weil glaub mir, ich kann dir Sachen zeigen. Ich lüge dich nicht an. Warum soll ich dich denn anrufen? Warte mal kurz. Weil ich ein dreckiger Lügner bin? Nein, weil er mich einfach angelogen hat. Weil glaub mir, deswegen sage ich zu dir. Das waren alte Sachen, die er dann gepostet hat und dann noch auf einen macht. Ja, ich habe noch andere Sachen. Ja, du, Herr Puckert, kann ich dir alles zeigen? Weil er soll nicht lügen, diese Hebamme. Vor allen Dingen diese Ansage an dich und Mutter zu beleidigen, da stehe ich nicht zu. Aber eine Frage. Warum rufst du mich einen Tag vorher an und gibst den dann am nächsten Tag? Ich wusste das nicht, dass er alte Sachen genommen hat, Amma. Ich schwöre es dir, ich soll sterben dadurch. Sonst hätte ich dich doch nicht angerufen. Hätte ich das gewusst, er hat das gemacht, ohne dass ich das weiß.
Und da sagt er noch, ja, aber wenn der dich anruft, sag nichts, rede nicht mit dem, ich poker. Ja, aber warte, du willst mich ficken? Weißt du, was das Lustige ist? Ich habe gerade sowieso das Video gegen ihn gemacht. Ich wollte das gerade fertig machen, aber ich habe trotzdem dich nicht erwähnt, weil es ist nicht meine Art, weißt du? Und nein, siehst du, guck mal, wie groß Gott ist, dass du dich genau jetzt zufälligerweise meldest. Nein, ich habe das gestern schon, ich habe das Video gesehen, da sage ich, was bist du für ein Dipp, Alter? Was tust du den Jungen so beleidigen und tust Sachen, pusten mit meiner Stimme geht gar nicht. Da gehe ich auch eben mit dem Anwalt dagegen. Sorry. Es gibt noch andere Sachen. Was gibt es andere Sachen? Nichts. Ich kann dir die Sprachnachrichten zeigen, Amma. Schick mir die mal komplett. Ich sag euch ganz ehrlich, mir ist jetzt schon schlecht. So viel Hinterhältigkeit, so viel Lügen und Pokerei und Spielerei. Ich hatte am Anfang das Gefühl, das wäre Fake, um einen großen Kampf zwischen den beiden zu promoten. Hab jetzt irgendwie mitgekriegt über so eine Kampfsportseite, Fight24 oder keine Ahnung, wie auch immer die heißen, dass Bösemann Dezember, Ende des Jahres, also gegen Manuelsen doch einen Rückkampf hat. Also gibt's da doch keinen Kampf, dann ist diese Idee, dass das alles fake sein könnte, weggefallen und jetzt sehe ich dieses Video und eine Lüge nach der anderen kommt raus, Doppelmoral bis zum geht nicht mehr. Dann filmt der eine heimlich oder nimmt heimlich das Gespräch auf mit Ayuni. Bösemann hatte wohl heimlich die Gespräche mit dieser Ollen aufgenommen. Jetzt wird die Olle aufgenommen von Amas Seite. Also es ist hin und her, hin und her. Ich bin einfach viel zu müde für den ganzen Scheiß gerade. Wer wirklich ehrlich ist, dazu stehe ich, weil das ist ein Hund. Nein, noch nicht mal ein Hund. Hunde sind besser als er. Das Lustige ist, er sagt auch noch, die Dame, die kenne ich nicht. Was ein Schwanz. Die Dame, die kenne ich nicht. Und dann mit deiner Loyalität. Was für Loyalität, Alter. Du hast Sachen rausgehauen, wo überhaupt nicht stimmen. Ich habe auch zu YouTube geschrieben, dass das Video geschwärzt wird. So. Okay, Vicky. Guck mal, du müsstest mich ja mittlerweile kennen, ne? Ich kenne dich und deswegen... Guck mal, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich bin keine Ratte. Guck mal, ich sag dir das jetzt wie ein Mann. Dieses Gespräch, was wir gerade führen, habe ich aufgezeichnet. Weil ich dachte, du rufst mich an und machst jetzt Welle in seinem Namen. Und ich frage dich, wie ein erwachsener, ehrlicher Mann, kann ich das benutzen? Ja, kannst du. Okay, weil ich bin keine Ratte. Wenn du jetzt Nein gesagt hättest, wallah, ich hätte das nicht benutzt. Stellt euch mal vor, Ayuni sieht dieses Video und denkt sich nur, Bro, warum hast du mich nicht gefragt? So, er hat jetzt Probleme des Todes und ich sag euch ganz ehrlich, für mich klangen die Worte von Ayuni ehrlich, die heimlich aufgenommen wurden. Er hat so mit Amar geredet, konnte sich sein Herz ausschütteln. Und jetzt muss er irgendwie seinen Arsch retten, weil er sich in einem Vertrag befindet und er hat sowieso schon genug Probleme und versucht das Ganze jetzt so zu drehen. Und mir tut er am allermeisten leid. Die hundertprozentige Wahrheit wissen wir nicht, aber das ist meine Vermutung, die ich habe. Und ja, Bro, wo bist du da reingeraten, Ayuni? Aber nimm es dir nicht zu Herzen. Sag einfach nur, gut, zu jeder Scheiße, die dir passiert, und mir ist schon sehr viel Scheiße dieses Jahr passiert, sag einfach gut, denn aus jeder Scheiße, die mir passiert ist, ist am Ende des Tages was Gutes entstanden. Auch wenn es manchmal was länger dauert, bis du das Gute daraus siehst, neue Möglichkeiten ergeben sich und was weiß ich was, denk dir einfach, gut, der Rest kommt von selbst. Ich habe nur eine Frage an dich, bitte sag mir mal, weil er hat ja gesagt, er kennt dich nicht, dann sag mir mal bitte, woher du diesen Menschen kennst und was du mit denen zu tun hattest. Ich kenne den schon lange. Ich will das nur klarstellen, er hat dich in meinem Namen gefickt, geht nicht. Böse. Ach ja, böse Mann. Guck mal, ich mache keine Videos mehr gegen dich, aber hältst du deine Fresse nicht, schicke ich Mock oder Sinan oder einen von denen, die, oder Genghis, alle die jetzt Mütter, du bleibst das 20-30 Minuten Aufnahme von Ayuni und die 20 Minuten Aufnahme von der Person, die du nicht kennst, die Dame, die du nicht kennst angeblich, kein böser Mann, und die sollen dich dann nochmal schlachten. Glaub mir, du siehst hier gerade nicht alles. Ich blende nur die Sache ein, die ich brauche, um zu zeigen, dass du ein verlogener Hund bist. Lass diese Memos, wo es um deine 20 Viagra-Tabletten, weil du keinen hochkriegst, und dein Konsum und was du noch mit Minderjährigen gemacht hast, du Kinderschützer, du Hund. Lass das lieber beiseite. Halt deine Fresse. Boah, Junge, was ein gottloses Video. Ohne Scheiß. Die letzten Audios hier von Böse und was die Frau jetzt da geleakt hat,
Ihr seht, ihr könnt keinen dieser Leute vertrauen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass viele, die da mit drin hängen, auch irgendwie drogenabhängig oder sonst was sind. Deswegen einfach die Finger von sowas lassen. Und ey, einfach nur ekelhaft, ja. Ich habe hochgepokert, ich habe da gelogen, ich kenne dich seit 20 Jahren. Ich war ja alles anscheinend gelogen. Und auch solche Sachen zu leaken, finde ich absolut ehrenlos. Da muss man hier an der Stelle auch mal gegen Amar sprechen. Also das mit Ayuni, absolutes No-Go, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Der wusste nicht, dass er aufgenommen wurde. Er wurde jetzt komplett gefickt. Aber auf der anderen Seite muss man hier auch ehrlicherweise sagen, ich sehe da nichts, wie böse man sich da noch rausreden kann. Also es ist ganz, ganz eklig geendet. Ganz, ganz eklig. Und die ein oder andere Person sitzt jetzt mit Sicherheit im Zimmer und reibt sich die Hände und denkt sich, boah, ist das geil. Da ficken die sich gegenseitig. Naja, ich finde es sehr, sehr schade. War trotzdem ein sehr heftiges Video. Es wurde meiner Meinung nach nicht zu viel versprochen. Aber es war jetzt auch kein Da Vinci Code, wie man es per se kennt. Wie man es von einem Elgier oder was weiß ich wem noch da draußen in Erinnerung hat. Es war einfach nur zwei richtig hart geleakte Audioaufnahmen, die man aufgenommen hat heimlich. Bei der letzten hat man die Erlaubnis zugekriegt, sie zu veröffentlichen. Und ey, es ist extremst belastend. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dem Ganzen jetzt aus dem Weg geht, sich nicht dazu äußert. Und wenn man sich dazu äußert, fällt mir nicht ein, wie man sich da rausreden könnte. Und naja, am Ende des Tages, ich bin einfach viel zu müde. Ich glaube, der Bruder hier will auch einfach nur noch schlafen. Ich sehe gerade, wir haben 2 Uhr morgens. Wir müssen in 3-4 Stunden aufstehen. Das war's von mir. Passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke für euren Support. Und denkt dran, auch in euch steckt ein kleiner Amuni. Brr.